Vielen Dank. Guten Morgen, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landwirte und liebe Bewohner der ländlichen Räume. Eines vorweg, die AfD steht für die Stärkung der ländlichen Räume in Deutschland. Machen wir einmal eine Bestandsaufnahme. Deutschland wurde durch die Altparteien vor die Wand gefahren. Wir sind bereits mitten in einer Rezession. Wir sehen das nicht nur in den Städten, insbesondere sehen wir in den ländlichen Räumen diese Auswirkungen, und auf diese Räume zielen wir mit diesem Antrag ab. Was sind die Probleme? Wir haben es mit maroder Infrastruktur zu tun, Straßen, die Flickenteppiche sind, ein Internet mit einer Bandbreite, was häufig nur futuristisches Wunschdenken ist, da eine Lösung zu haben, mangelhafte Telefonnetze, Leerstände in den Dörfern, fehlende Einkaufsmöglichkeiten, fehlende Arbeitsplätze, mangelnde Mobilität, gerade mit Blick auf den öffentlichen Personennahverkehr. Dies führt zu Bevölkerungsabwanderung, insbesondere von jungen Menschen. Die Folge ist eine Überalterung auf dem Land. Und das zeigt das nächste Problem, nämlich eine mangelnde medizinische Versorgung auf dem Land. Landwirtschaft hat über Jahrhunderte unseren Menschen Ernährung gesichert, eine Zukunft geboten und eine Existenzgrundlage. Das sehen viele heute nicht mehr. Und wie gesagt, insbesondere junge Menschen wandern aus den ländlichen Räumen ab. Wir erleben eine Politik auf ideologischer Basis gegen die Interessen der Landbevölkerung und gegen die Interessen unserer Landwirte. Und das, meine Damen und Herren, ist Ihr Witz, und das haben Sie von den Altparteien zu verantworten. Anfang der Woche haben Demonstrationen quer durch Deutschland von Zehntausenden von Landwirten stattgefunden, die Seite an Seite mit unseren Abgeordneten, den Abgeordneten der AfD, gegen die fehlgeleitete Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung, die viel zu praxisfern und bürokratisch ist, demonstriert. Von Bonn über Erfurt, Hamburg, München, Berlin. Das war eine echte Bewegung, die da auf der Straße war. Und das macht mir Hoffnung, dass sich auf dem Land in Deutschland etwas ändern wird. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP? Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Kollege Kreuter. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie die Missstände in der Landwirtschaft im ländlichen Raum sehen und deshalb Ihr Antrag heute hier vorgelegt wird. Sie haben festgestellt, dass Bauernproteste stattgefunden haben in dieser Woche und haben die Verknüpfung erstellt, dass die AfD Seite an Seite mit diesen Bauernprotesten gelaufen wäre. Das ist eine Lüge. Die Landwirte sind nicht an Seite mit der AfD auf die Straße gegangen, sondern die Landwirte sind auf die Straße gegangen und mit Treckern in die deutschen Großstädte gefahren, um den Dialog anzubieten, allen Politikern, um den Dialog anzubieten, um endlich aufmerksam zu machen darauf, wofür sie stehen, was alles schiefläuft und wo ihre Ängste, Sorgen und Nöte sind. Und das, was Sie hier machen, ist billigste Bauernfängerei. Also ich glaube, mit dem Begriff Bauernfängerei diffamieren und diskreditieren Sie unsere Landwirte. Das ist ja schön, Frau Kollegin, dass Sie den Dialog mit unseren Landwirten aufnehmen wollen und sich als Politik angesprochen fühlen. Da müssen Sie ein bisschen eher aufstehen. Die AfD hat diese Gespräche nämlich auf der Straße schon geführt. Und wenn Sie sagen, wir wollen, hören Sie mir mal zu, jetzt bin ich mit Antworten dran. Wenn Sie wissen wollen, wer mit uns oder von uns mit den Landwirten auf der Straße war, die Kollegen sitzen dort. Der Kollege Brandner spricht gleich nach mir. Wenn Sie möchten, kann er gerne von seinen Erfahrungen berichten. Wir waren auf der Straße. Wir haben den Dialog schon eher gesucht. Und mit unserem Antrag, wir können das gerne später draußen diskutieren, wir sprengen sonst hier den Rahmen, mit unserem Antrag zielen wir darauf ab, diese ländlichen Räume zu stärken. Hören Sie es an, stimmen Sie uns zu, wirken Sie mit. Ich möchte Sie nicht ausschließen. Wenn Sie als FDP an der Stärkung der ländlichen Räume mitwirken wollen, herzlich gerne. Vielen Dank. Sie können sich setzen. So, überzogener Insektenschutz, Düngeverordnung, Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten, immer neue Auflagen in der Tierhaltung, das sind nur einige Schlagworte, die unsere Landwirte beschäftigen. Und ich stelle fest, unsere Landwirte sind Naturschützer, und Naturschutz ist Heimatschutz, meine Damen und Herren. Die ländlichen Räume sind derzeit abgehängt, ja, sie sind in einer gefährlichen Abwärtsspirale. Der Karren ist in den Dreck gefahren, aber wie kommen wir da heraus? Wir benötigen dafür eine Strategie, nicht nur eine Strategie für Deutschland, sondern insbesondere eine Strategie für unsere ländlichen Räume. Deshalb beantragen wir hier mit diesem Antrag, dass der Bundestag die Bundesregierung auffordert, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe herbeizuführen, die unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse der ländlichen Räume und strukturschwachen Regionen mit Blick auf staatliche Daseinsvorsorge eine Steuerreform entwickelt. Ziele sollen sein,
Stärkung der Finanzkraft der Länder, Aufteilung der Gemeinschaftssteuern, Entwicklung von Finanzausgleichssystemen, die Wirkung zeigen, und die Prüfung, ob und wie weit Renationalisierungen der Struktur- und Landwirtschaftsfonds der EU sinnvoll hier eingepasst werden können. Sie haben den Karren in den Dreck gefahren, ziehen Sie ihn heraus. Wäre die Situation nicht so ernst, wir würden uns zurücklehnen, eine Tüte Popcorn nehmen und gucken, wie Sie das machen. Vollziehen Sie eine Politikwende, weg von ideologischer Politik hin zu gesundem Menschenverstand. Ziehen Sie Konsequenzen, bevor das Volk Sie abstrafen wird. Wenn Sie die Probleme nicht lösen, wird dies bald die neue Volkspartei AfD tun. Liebe Bürger, insbesondere in den ländlichen Räumen, sind Sie sich sicher, die AfD wird diese Probleme lösen, wenn sie in Regierungsverantwortung kommt, und sie wird diese Missstände beseitigen. Das honorieren die Bürger, wie die letzten Landtagswahlen gezeigt haben. Und mit Spannung schauen wir jetzt nach Thüringen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ein Versprechen von Stefan Kreuter, was bisher nur schwer nachzuprüfen ist, da die AfD ja noch nirgendwo regiert. Aber versprochen ist versprochen. Und daran muss sich die AfD dann eines Tages auch messen lassen. Marc Hauptmann jetzt für die Union. Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, es handelt sich hier, wie bei vielen Anträgen im parlamentarischen Verfahren, um einen typischen AfD-Antrag. Populismus in Vollendung. Zunächst wird ein düsteres, ein verzerrtes Bild der Gegenwart gezeigt. Und dann Angst auf die Zukunft bereitet und gemacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen in diesem Land keine Angstmacher wie Sie, Herr Kreuter. Wir brauchen Mutmacher. Wir brauchen niemanden, der immer nur die Leistung der Vergangenheit negativ beurteilt, sondern der die Leistung der Menschen anerkennt in diesem Land. Und die Leistung dieser Menschen, die haben wir in den letzten 30 Jahren in einem einzigartigen Projekt gesehen, das mit der deutschen Wiedervereinigung verbunden ist. Wenn Sie davon sprechen, dass wir den Karren in den Dreck gefahren haben, wenn Sie davon sprechen, dass die Altparteien die Schuld dafür tragen, dass der ländliche Raum nicht so attraktiv wäre, dann will ich Ihnen zwei Sachen sagen. Nummer eins, wir haben aktuell die längste wirtschaftliche Wachstumsphase, seitdem Ludwig Erhard Wirtschaftsminister war. 10 Jahre in Folge Wirtschaftswachstum. Dafür stehen die Parteien hier in der Mitte dieses Hauses. Und Nummer zwei, wir sehen ganz, ganz stark eben auch, dass es hier einen starken ländlichen Raum braucht. Und ich frage mich eigentlich, was hat die AfD in irgendeiner Weise, in irgendeinem Parlament, in irgendeiner Form für den ländlichen Raum getan? Sie haben bis jetzt noch nicht einen einzigen Punkt in einem Kommunalparlament, in einem Landesparlament oder hier im Bundesparlament für den ländlichen Raum getan. Das ist die Fakt, die wir uns hier anschauen müssen. Sie reden großkotzig über die Leistung der Menschen, über die Köpfe hinweg, ohne anzuerkennen, wie wir mit vielen Maßnahmen, beispielsweise der Kommission der gleichwertigen Lebensverhältnisse, auf die mein Kollege Jan Metzler gleich noch eingeht, wie wir ein gesamtdeutsches Fördersystem geschafft haben, wie wir Programme zur Stärkung von Infrastruktur, von Innovation, von Sicherung von Fachkräftebasis, aber eben auch in der Städtebauförderung in den letzten Jahren massiv auch den ländlichen Raum gestärkt haben. Es war die letzte Bundesregierung, die die höchsten Ausgaben für die Kommunen in diesem Land bereitgestellt hat. Zu behaupten, man würde die Kommunen hierbei nicht unterstützen, ist eine Falschaussage, die Sie hier treffen. Und der nächste Punkt, weil Sie gerade auch die Landwirtschaft angesprochen haben und in Ihrem Antrag darauf eingehen, dass Sie die europäische Unterstützung der Landwirtschaftspolitik, wie wir sie als einen Grundpfeiler der Europäischen Union aufgebaut haben, den Sie wieder einreißen wollen, dass wir hier bei dieser Unterstützung der Landwirtschaft unglaublich vorangekommen sind. Die Bauern und Landwirte sind doch in unserem Land heute nicht mehr nur von Weizenpreisen oder den Preisen für Schweinehälften abhängig, sondern sie haben mit den erneuerbaren Energien über die Biomasse, über die Photovoltaikanlage, über die Windkraft ganz andere Einnahmequellen. Das ist ein Konjunkturprogramm für den ländlichen Raum gewesen, was wir im Bereich der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren hier im Deutschen Bundestag beschlossen haben, und nicht etwa eine Fehlunterstützung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben gerade seitens des Bundes unglaublich viel in den letzten Jahren hier in dem Bereich des ländlichen Raums zur Verfügung gestellt. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt dieser Debatte, nur allein mit Steuergeldern werden wir den ländlichen Raum nicht für die Zukunft alleine erfolgreich und zukunftsgerecht aufrechterhalten können.
Und deswegen brauchen wir auch die Rahmenbedingungen vor Ort. Wir müssen sicherstellen, dass wir eine ärztliche Versorgung im ländlichen Raum gewährleisten, dass wir eine schulische Versorgung gewährleisten. Wir müssen den Mittelstand weiter fördern, so wie wir es bereits mit Programmen wie Innocom, wie ZIM bereits hier machen oder indem wir auch Start-ups und Gründer im ländlichen Raum unterstützen. Und natürlich auch, indem wir bei der Agrarpolitik darauf achten, dass wir die Landwirte nicht verunglimpfen, sondern dass wir sagen, das ist eine wichtige Basis, die auch Nahrung, die auch gute Produkte für uns alle hier schafft, tagtäglich. Eigentlich sind das die Helden der schwarzen Null am Monatsende. Diejenigen, die früh aufstehen, in den Stall gehen, sich zuerst um ihre Tiere, dann um das eigene Wohl kümmern, die gute, qualitative Lebensmittel zur Verfügung stellen. Und die haben hier von der Politik, von uns allen, Wertschätzung verdient und nicht Missachtung und Verunglimpfung, wie es teilweise hier gefördert wird. Und jetzt komme ich auf einen Punkt zu sprechen, weil Sie, Herr Keuter, gerade in Ihrem letzten Punkt den Freistaat Thüringen angesprochen haben. Wir haben Landtagswahl in Thüringen und wir sehen, dass wir mit Rot-Rot-Grün in Thüringen eine Landesregierung haben, die nicht etwa den ländlichen Raum in den letzten Jahren im Blick hatte, sondern vor allem die Perlenkette entlang der A4. Da ist beispielsweise ein Entwurf eines Schulgesetzes, der die Schulstandorte im ländlichen Raum ausdünnt. Da ist zweitens eine Tendenz, die Berufsschulen aus dem ländlichen Raum herauszuziehen, wenn eben 15 Personen für die Berufsschule nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir sagen, genau der falsche Weg. Ich muss die Berufsschulen im ländlichen Raum halten. Ich darf sie nicht weiter zentralisieren. Denn dann geht natürlich der Kollege Hauptmann, der Kollege Menger würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, aber immer sehr gerne. Danke, Herr Kollege Hauptmann, dass Sie die Frage und die Bemerkung zulassen. Ich wollte Sie daran erinnern, dass die Schließung der Ausbildungsstandorte für Lehren beschlossen worden ist in der Legislaturperiode bis 2014. Da hat die CDU regiert. Die ländlichen Räume haben Sie sich nicht rangetraut an die Schulen, da haben Sie nichts gemacht. Wir haben jetzt ein Gesetz geschaffen, dass auch die kleinen Schulen mit nur 40 Kindern in der Schule erhalten bleiben, mit Rot-Rot-Grün. Und Sie haben aber ein, was komplett vernachlässigt in den ländlichen Räumen. Sie haben in fünf Jahren ganze 60 Millionen Euro für die Instandsetzung und Sanieren von Schulgebäuden bereitgestellt. Wir haben in den letzten 5 Jahren mit der Linken, mit den Grünen und mit der SPD über 400 Millionen bereitgestellt, damit eben auch die Schulen im ländlichen Raum saniert werden können. Das ist Politik für die ländlichen Räume. Wir haben über 3.500 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. In Ihrer gesamten Legislatur waren es 1.250. Sie hätten die Schulen gar nicht mehr mit Lehrerinnen und Lehrern besetzen können mit der Fortsetzung Ihrer Politik. Gott sei Dank haben wir diese Politik geändert und haben deswegen es geschafft, im ländlichen Raum in Thüringen die Schulen überhaupt erhalten zu können. Mit der CDU wehren Sie zu, weil es keine Lehrer gegeben hätte. Sehr geehrter Herr Kollege Lenkert, besten Dank für die Frage, die mir die Möglichkeit gibt, auch noch mal auf Ihre Versäumnisse hinzuweisen. Wir haben in diesem aktuellen Schuljahr im Freistaat Thüringen 938.000 Ausfallstunden an Thüringer Schulen. Ich habe allein in meinem Wahlkreis 60 Schulklassen, die am Ende des Schuljahres keine Noten mehr in Kernfächern bekommen. Herr Lenkert, wer schreit, hat immer Unrecht, und Sie beweisen das auf vortrefflichste Art und Weise. Seit 10 Jahren trägt kein CDU-Minister mehr Verantwortung für die Schulsysteme im Freistaat Thüringen, sondern Sie sind verantwortlich dafür, dass wir Lehrermangel haben, dass wir Schulausfall haben, dass wir fehlende Noten auf den Zeugnissen haben. Das ist nicht zukunftsgewandt, und das ist eine Schande für diejenigen, die die Zukunft in diesem Land als Kinder weiter gestalten wollen, denn denen verweigern Sie hier die Zukunft. Ihre Landesregierung war noch nicht einmal in der Lage, als wir als Bund 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt Schule auf den Tisch gelegt haben, zu sagen, ja, der Bund bezahlt, wir nehmen das Geld, wir investieren in die Digitalisierung der Schule. Sie haben es abgelehnt. Das ist die Wahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und von daher geht es weiter. Als wir im Bund den ÖPNV weiter gestärkt haben, indem die Finanzmittel an den Freistaat erhöht wurden, haben Sie angekündigt, die ÖPNV-Verbindung im Schienennetz auszudünnen, den Takt auszudünnen. Wen trifft das? Das trifft Senioren, das trifft Azubis, das trifft Schülerinnen und Schüler. An denen haben Sie sich hier versündigt. Und ich komme zu einem nächsten Punkt. Als wir als Bund die Mittel
von Alexander Dobrindt, eben war er noch hier, bereitgestellt haben für den Breitbandausbau in diesem Land. Da hat der Freistaat Thüringen in den ersten beiden Runden nicht einen einzigen Euro beantragt. Das ist die Realität von Rot-Rot-Grün in Thüringen. Wir geben das Geld seitens des Bundes und sie sichern die Kofinanzierung des Landes nicht. Das ist hier der Fakt, wie sie den ländlichen Raum gerade auch bei der Zukunftsinfrastruktur des Breitbandausbaus vernachlässigt haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen es schon. Wir haben eine hitzige Debatte. Wir haben Lautsprecher von rechts und links. Selten etwas allerdings gehört von der Linken wie der AfD, die wirklich Wertschätzung und ein Interesse an den Menschen im ländlichen Raum haben. Diese Menschen wollen wir in der Mitte dieses Hauses, in der Koalition nicht vergessen. Wir wollen sie wertschätzen, wir wollen sie unterstützen und wir wollen vor allem die Infrastruktur der Zukunft über Breitband, über 5G, nicht nur bis zu jeder Milchkanne, sondern auch bis zu jedem Wald und jedem Acker. Denn wir brauchen auch 5G in der Landwirtschaft bereitstellen. Und dafür bitten wir um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Der nächste Redner hier in der Debatte zum AfD-Antrag über die ländlichen Räume ist Gerald Ulrich von der FDP-Fraktion. Ich sage es nur zur Erinnerung noch mal. Bitte, Herr Kollege Ulrich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Marc, das meiste von dem, was du gesagt hast, stimmt 100%, und das kann ich eigentlich nur unterstützen. Wir stehen ja wieder mal hier ganz kurz vor einer Landtagswahl, und wir reden im Zuge dieser Landtagswahl auch wieder einmal über den ländlichen Raum. Nun komme ich aus Thüringen, genauer gesagt aus Südthüringen, aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Legislatur alle Bürgermeister, alle Landräte, alle Institutionen und alle Verbände zu besuchen. Ich bin da auch zum größten Teil fertig geworden mit. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man zuhört, dann begreift man auch, was die wirklichen Probleme des ländlichen Raumes sind. Die werden nämlich zum großen Teil auch falsch dargestellt. Ja, und die liegen auch zum Teil hier an Berlin. Und zwar nicht, weil wir so viel für den ländlichen Raum machen, sondern weil wir das Falsche für den ländlichen Raum machen, eindeutig. Wir beschließen zu viele Dinge, die es dem ländlichen Raum einfach gar nicht mehr ermöglichen, sich aus sich selbst heraus zu erneuern und dazu zu kommen, dass es wirklich einen Fortschritt gibt. Die einhellige Aussage aller Kommunalpolitiker ist, hört in Berlin auf, Dinge zu beschließen, die uns hier im Land auf die Füße fallen. Ich will nur mal einige davon nennen. Familienstärkungsgesetz, Wohngeld, Kindergartenzuschlag, Teilhabepaket, Beteiligung bei stationärer Unterbringung der Pflege und der Unterhaltsvorschuss. Das sind alles gut gemeinte Dinge. Das Problem dabei ist aber lediglich, dass es der Bund zwar teilweise an die Länder finanziert, dass die Länder und da insbesondere auch das Bundesland Thüringen sehr klebrige Finger hat. Dieses Geld kommt einfach nicht in den Ländern, an den Kommunen an, da wo es nämlich hingehört. Und das ist der riesengroße Fehler, den wir tun. Wir müssen ja auch sehen, dass auf dem Land einige Dinge schlicht und einfach teurer zu organisieren sind. Ich nenne dort nur den ÖPNV. Sie können den ÖPNV in einer Stadt wirklich deutlich besser, deutlich effektiver organisieren und auch kostengünstiger halten, als Sie das im ländlichen Raum überhaupt tun können. Ich bin einigermaßen verwundert über den AfD-Vorschlag, ich zitiere, zukunftsorientierte Finanzsysteme zu entwickeln, die eigenverantwortlich von den Ländern innerhalb der Länder durchgeführt werden. Ja, das Ganze nennt sich KFA, kommunaler Finanzausgleich. Dass Sie das nicht verstehen, ist auch mir klar, das können Sie mir glauben. Die Frage ist eben nur, wie wir diesen kommunalen Finanzausgleich gestalten, ob wir ihn so gestalten, dass es wirklich für die Kommunen und die Städte in dem Land einen Nutzen hat, oder ob es nur darum geht, dass mit diesen einbehaltenen Geldern die Wahlversprechen finanziert werden sollen. Und das merken wir gerade in Thüringen sehr deutlich, dass es zum größten Teil dazu genommen wird, um Wahlversprechen zu realisieren. Was mich aber noch viel mehr wundert, das sind Ihre Ausführungen, die Sie zur Landwirtschaft gemacht haben. Die Renationalisierung der Struktur- und Landwirtschaftsfonds, das ist ja wirklich eine Lachnummer. Ich möchte Ihnen gerne mal erklären, was passiert, wenn Sie das tun, wenn Sie das Ganze wieder renationalisieren. Andere Länder werden das genauso tun. Das heißt, wir werden einen Subventionswettbewerb kriegen. Dieser Subventionswettbewerb wird ganz einfach darin enden, dass einzelne Länder wieder Zollschranken aufbauen. Wenn wir wieder Zollschranken haben,
haben wir auch keinen gemeinsamen Binnenmarkt mehr. Dann ist der Binnenmarkt am Ende. Und bisher habe ich Ihre Aussagen immer so verstanden, als möchten Sie schon gerne den Binnenmarkt auch in Zukunft haben, weil er unserem Land sehr viel Wohlstand und sehr viel Nutzen bringt. Wenn Sie das durchspielen, was Sie hier gesagt haben, dann wird das im Rahmen eines Überbietungswettbewerbs mit Sicherheit nicht dazu führen, dass der Binnenmarkt gestärkt wird. Das wird es einfach nicht geben. Das können Sie mir glauben. Was Sie wieder mal machen, Sie fordern das Ende der EU. Das ist doch ein und alles. Dann schreiben Sie es doch einfach rein. Dann sind doch die Messen gelesen. Man weiß doch sowieso, was man davon zu halten hat. Zu den Vorschlägen, die wir machen können, um den ländlichen Raum wirklich zu stärken. Das ist in der Hauptsache die Bildung. Wir fordern, dass Grundschulen und dass auch die Berufsschulen Teil der Infrastruktur werden. Genauso wichtig wie eine Stromleitung, eine Wasserleitung, eine Abwasserleitung ist es auch, dass wir die Schulen in dem Ort halten, denn nur dort ziehen Menschen hin, wo auch eine Schule ist. Wir brauchen den Breitbandausbau, wir brauchen die Forschung und die schnelle Einführung von autonomem Fahren, damit die Menschen die Möglichkeit haben, auch ältere Menschen von A nach B zu kommen. Wir brauchen den Erhalt und die Förderung von Vereinsstrukturen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen unbürokratisches Bauen. Entsprechend auch die Freibeträge in der Grunderwerbsteuer, die sollten wir halten. Frau Präsidentin, natürlich mein letztes Wort. Wir brauchen berufsfreundliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Thüringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Gerald Ulrich. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir Ihnen. Dann kommt jetzt als nächster Redner Frank Junge für die SPD-Fraktion. Und Frank Junge ist Sprecher für die SPD-Landesgruppe Ost. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich vorausschicken, dass unsere Fraktion nicht einen einzigen Thüringer in die Debatte schickt. Ganz einfach deshalb, weil wir jetzt hier nicht den Landtagswahlkampf vorwegnehmen wollen, sondern auf den Antrag schauen wollen, der, Herr Keuter, das sage ich noch mal ausdrücklich, sich einreiht in die Reihe Ihrer attrappenhaften parlamentarischen Initiativen, wie wir sie immer kriegen. Die Machart ist immer gleich. Problem beschreiben, fast immer eskalieren, verknüpfen mit Behauptungen, mit wilden Behauptungen. Und dann, wenn es darum geht, konkrete, klare, umsetzbare Lösungsvorschläge zu bringen, dann glänzen Sie mit Substanzlosigkeit. Sie versuchen, den Menschen den Kümmerer vorzugaukeln und liefern in Wahrheit aber ständig heiße Luft. Und in meinen Augen ist das scheinheilig und verlogen. Ihr Antrag ist ein Paradebeispiel dafür. Ich will das kurz zitieren. Um Bevölkerungsabwanderung, mangelnde Attraktivität der Wirtschaftsstandorte, ungenügende Investitionen, Fachkräftemangel, Arbeitsplätze, die fehlen und Überschuldung der ländlichen Regionen zu bekämpfen, fordern Sie, die Finanzkraft der Länder zu stärken, die Aufteilung der Gemeinschaftssteuern und ihre Finanzierungsquellen zu ändern und zukunftsorientierte Finanzausgleichssysteme zu entwickeln. Klasse! Ich glaube, niemand hat in diesem Haus irgendetwas gegen diese Aufzählung. Aber wie geht's jetzt weiter? Wo sind Ihre konkreten Vorschläge? Wie wollen Sie Steuern besser verteilen? Wie sehen Ihre wahnsinnig innovativen Finanzausgleichssysteme aus? Welche Ideen Sie haben, darüber lassen Sie uns hier völlig im Unklaren. Das bleiben Sie uns schuldig. Und aus dem Grund wahrscheinlich, dass Sie schlicht und einfach dazu gar nichts haben. Ich möchte zwei Punkte in Erinnerung rufen. Erstens, mit Blick darauf, dass wir gerechtere Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern gebraucht haben, haben wir in der letzten Wahlperiode den Finanzausgleich komplett neu geändert. Wir haben dort unter diesem Aspekt dafür gesorgt, dass die Aufgabenverantwortung des Bundes wächst und dass dort eine Entlastung für die Länder stattfindet in Milliardenhöhe und dass das insbesondere den strukturschwachen Bereichen zukommt, den Kommunen in den ländlichen Räumen zukommt, das steht völlig außer Frage. Zweitens. Zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen zählt auch in strukturschwachen Bereichen die Gewerbe, die Einkommens- und die Grundsteuer. Wer also will, dass das Steueraufkommen in den strukturschwachen Bereichen, in den finanzschwachen Kommunen wächst, der unternimmt alles, damit diese Steuern fließen. Genau das haben wir letzte Woche getan, als wir die Grundsteuerreform hier beschlossen haben. Vor dem Hintergrund haben wir den Kommunen mehr Spielraum gegeben und wir haben dafür gesorgt, dass fast 15 Milliarden Euro Einnahmen an den Kommunen verbleiben. Ich will nur hinzufügen, dass Sie sich in Ihrer Fraktion mit 84 Nein und 7 nicht abgegebenen Stimmen gegen diesen Antrag ausgesprochen haben. Ich nenne das scheinheilig, weil Sie mit Ihrem Antrag hier einfach nur so tun, als ob, wenn es darauf ankommt, aber falsche Entscheidungen treffen. Zum Schluss will ich hinzufügen, dass die Stärkung strukturschwacher Räume in Ost und West
eine riesige Aufgabe für uns alle, für meine Fraktion insbesondere bleibt. Und um hier noch weiter und noch besser voranzukommen, werden wir mit dem gesamtdeutschen Fördersystem, was hier schon erwähnt worden ist, ganz bewährte Instrumente der Wirtschaftsförderung bündeln. Wir werden sie darauf ausrichten, dass sie nach Bedürftigkeit ausgegeben werden und nicht nach Himmelsrichtungen. Und wir werden damit viel zielgerichteter als bisher wirtschaftsnahe Infrastruktur entwickeln und Innovationen fördern. Das ist und bleibt der beste Weg, Regionen attraktiv zu machen für Ansiedlungen und aus denen dann Beschäftigung und Wertschöpfung entstehen. Ihre Phrasen, Floskeln und leeren Worte bringen uns bei der Bewältigung solcher Aufgaben keinen Millimeter voran. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank Junge. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Alexander Ulrich. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nicht aus Thüringen. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Denn offensichtlich geht es nicht um die ländlichen Regionen heute. Das ist schade. Eine Debatte um die ländlichen Regionen wäre dringend notwendig. Und so eine Debatte wollen wir uns auch gerne stellen. Aber es geht der AfD und offensichtlich aber auch der CDU mit Herrn Hauptmann geht es nur an die Thüringenwahl. Und ich finde, das sollten die Menschen auch an den Endgeräten wissen, dass hier ein Thema missbraucht wird für die Wahl am Sonntag. Aber wir müssen uns alle anstrengen, damit die ländlichen Regionen in Deutschland nicht weiter abgehängt werden. Und wenn man sich den Antrag der AfD anschaut, dann muss ich auch sagen, der ist weniger wie dünn. Da ist ja gar nichts drin. Also da wird eine Überschrift benutzt, die sich gut anhört, Stärkung ländlicher Räume. Und dann liest man und liest man und liest man und findet nichts, außer wir bilden einen Arbeitskreis. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Kernzeitdebatte erlebt, die so dünn war. Dafür steht die AfD im Deutschen Bundestag. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, genauer gesagt aus der Westpfalz. Das ist die Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken. Und ich kann Ihnen sagen, das ist eine Region, die wirklich sehr strukturschwach ist. Wir haben dort mit die höchste Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz. Von den 10 höchstverschuldetsten Kommunen kommen 6 aus Rheinland-Pfalz, darunter auch Pirmasens, Zweibrücken, Kaiserslautern. Wir haben im Kreis Kusel den höchstverschuldetsten Kreis in ganz Deutschland in dieser Region. Und ich kann Ihnen sagen, zu was das führt. Das führt dazu, dass in diesen Regionen die Infrastruktur zerfällt, dass in diesen Regionen die Landärzte aussterben, dass in diesen Regionen die Schulen in einem schlechten Zustand sind, dass in diesen Regionen in vielen Ortschaften kein Bus mehr fährt, dass in diesen Regionen und Dörfern es ein schlechtes Internet- und Mobilfunknetz gibt und infolge weniger Arbeitsplätze, weniger Ansiedlung und die jungen Menschen ziehen fort. Das ist sozusagen eine Region in Rheinland-Pfalz, das ist die Westpfalz. Und auch eine CDU-Abgeordnete nickt mir zu, weil sie kennt sich da ganz gut aus. Das ist die Situation, in der wir sind. Und deshalb glaube ich, ist es dringend notwendig, dass wir über die ländlichen Regionen nachdenken, aber nicht mit so einem Scheinantrag, wie das die AfD hier beschreibt. Und dieser Antrag löst ja auch kein Problem. Denn er beschreibt zwar ein paar Sachen, aber sagt an keinem Thema, wo man da ansetzen könnte. Und deshalb glaube ich, müssen wir ansetzen auch an dem Thema, wie ist die kommunale Finanzsituation. Die Finanzlage vieler Städte, Gemeinden und Landkreise ist alarmierend. Das haben wir festgestellt. Der Investitionsrückstand der Kommunen beläuft sich mittlerweile auf 138 Milliarden Euro. Insbesondere im Bereich Verkehr und bei den Schulen ist der Investitionsbedarf enorm. Dabei gibt es regionale Unterschiede, sicher. Die Schere zwischen armen und reichen Kommunen geht aber immer weiter auseinander. Deshalb müssen wir festhalten, von einer Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland kann schon lange nicht mehr gesprochen werden. Und das ist Ergebnis Politik der Bundesregierung seit mindestens 1998, SPD, CDU, FDP und Grüne, die in unterschiedlichen Farbzusammenstellungen diese Bundesregierung gestellt haben, die immer mehr Aufgaben hier beschlossen haben, auf die Kommunen übertragen haben, ohne die Finanzmittel mitzuschicken. Im Ergebnis sind viele Kommunen überschuldet und können ihre Pflichtaufgaben schon nicht mehr erfüllen. Und deshalb müssen wir, glaube ich, wieder uns an die Nase fassen als Bundestag, dass wir nur noch Gesetze beschließen,
die nicht die Kommunen einseitig belastet. Und da tun wir viel zu viel. Und auch heute, jeder von Ihnen, der auch in der Kommunalpolitik tätig ist, weiß das, dass die Kommunen für viele Aufgaben zuständig sind und dass Bund oder Land auch die Finanzmittel mitschickt. Und deshalb sollte es wirklich mal wieder heißen, kein Gesetz auf Kosten Dritter. Konnexitätsprinzip muss eingehalten werden, damit auch die kommunale Selbstverwaltung nach Artikel 28 erhalten werden kann. Und wenn ich mir jetzt dann noch mal den AfD-Antrag ein bisschen anschaue, dann kommt am Schluss auch noch die Situation mit der Landwirtschaft und mit dem Landwirtschaftsfonds der Europäischen Union. Und wenn man sich das anschaut, was das bedeuten würde, uns zeigte auch, dass die AfD von der Europäischen Union keine Ahnung hat, denn Deutschland profitiert mit am meisten von diesem Fonds. Das ist Quatsch, was Sie sagen. Wir sind an dritter Stelle der Top-Empfängerländer. Jährlich fließen 6,5 Milliarden Euro an deutsche Landwirte. Dazu kommen noch 28... Wie bitte? Wie bitte? Dazu kommen noch 28 Milliarden aus dem Struktur- und Investitionsfonds der EU, die seit 2014 nach Deutschland geflossen sind. Nach Mecklenburg-Vorpommern, da kommen Sie doch her, Herr Komning, die Zahl habe ich extra mal für Sie rausgesucht, flossen in dem Zeitraum 968 Millionen Euro. Wie wollen Sie Ihren Leuten daheim erzählen, dass die AfD aus stumpfem Nationalismus auf diese Gelder verzichten will? Deshalb hat Ihr Antrag von der AfD mit einer würdevollen Debatte für das Parlament nichts zu tun. Es ist weniger als nichts. Was Sie für die Kommunen tun, kann ich Ihnen auch noch mal ein Beispiel des Landkreises Lautern sagen. Da hat sich die AfD in den Kreistag wählen lassen. Wir hatten seit dem Sommer zwei Kreistagssitzungen. Von der AfD hat man in den beiden Kreistagssitzungen noch kein einziges Wort gehört. Das ist AfD-Politik in den ländlichen Regionen. Und deshalb verschenken Sie nicht am Sonntag Ihre Stimme an eine AfD, die nichts machen will. Und ganz nebenbei, wir haben in Thüringen mit Bodo Ramelow einen sehr beliebten Ministerpräsidenten, und er wird es auch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander Ulrich. Nächste Rednerin in der Debatte, Claudia Müller für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angekündigt ursprünglich war ein Antrag zum Thema Stärkung strukturschwacher Regionen. Dann stand immer drauf Wirtschaftsförderung. Und wenn man sich dann auch die Antragstelle ursprünglich anguckt, sind das ja auch Ihre Mitglieder aus dem Wirtschaftsausschuss. Der Antrag hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Es ist mal wieder so, da wird was versprochen, was nicht eingehalten ist, das kennen wir schon. Und Ihre Rede, Herr Keuter, hatte auch mit Ihrem Antrag nichts zu tun, denn Landwirtschaft kommt da überhaupt nicht drin vor. Sie haben selbst zu Ihrem eigenen Thema dran vorbeigeredet. Und dann tun Sie etwas, was ich wirklich sehr, sehr schändlich halte. Bei Ihnen heißt es, ländlicher Raum gleich strukturschwacher Raum. Sie reden den ländlichen Raum schlecht. Es geht bei Ihnen um Abwanderung, um abgebaute Infrastruktur. Und bei Ihnen sind alle ländlichen Räume sind strukturschwach. Und das wird dem Thema schlicht und ergreifend nicht gerecht. Und gleichzeitig vergessen Sie, dass es nämlich auch strukturschwache urbane Räume gibt. Sie sind da einfach so klein gestrickt. Sie sehen das Thema nicht, Sie wollen es nicht sehen. Stattdessen halten Sie hier wilde Reden am Thema vorbei und machen eins, Sie machen Wahlkampf für Ihren gerichtlich bestätigten Faschisten Höcke hier in diesem Haus. Und Lösungsvorschläge machen Sie nicht. Sie machen keine Lösungsvorschläge, sondern im Gegenteil, Sie erzählen was von Arbeitskreisen. Sie sagen, wir sollen da mal mehr Macht zu den Kommunen geben, möglicherweise Steuern auch selbst zu gestalten. Gleichzeitig sollen die möglichen Ausfälle soll der Bund bezahlen. Und dann zur Renationalisierung der Strukturhilfefonds ist alles gesagt worden. Ich habe selten so viel Schwachsinn in einem so kurzen Antrag gelesen. Und wirkliche Ideen geben Sie nicht. Die Frage, wie wir dann wirklich die ländlichen Regionen, die es brauchen, auch dabei stärken, gleichwertige Lebensverhältnisse zu haben. Wie schaffen wir es denn,
gute Infrastruktur zu schaffen, in der Digitalisierung, im Verkehr, in der Bildung. Das ist angesprochen worden. Wie schaffen wir eine gute Wirtschaftsförderung in diesen Regionen? Und ganz ehrlich, auf das Thema Fachkräfte kommen Sie auch kaum zu sprechen, denn natürlich müssen Sie dann ja zugeben, dass wir ein gutes Einwanderungsgesetz brauchen und dass wir Einwanderung brauchen. Das ist auch ein Thema im Bereich Wirtschaftsförderung. Und dann muss man auch noch mal ganz klar sagen, bei Ihrem Antrag, wenn Sie wirklich etwas zum Thema Stärkung ländlicher Räume machen wollen, dann konzentrieren Sie sich auf die drei Ts, denn die braucht es: Technik, Talente und das fehlt Ihnen, Toleranz. Vielen Dank. Vielen Dank, Claudia. Claudia Müller war das von den Bündnisgrünen. Es geht hier um den Antrag der AfD, ländliche Räume. Und der nächste Redner ist Oliver Wittke, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Ziel der Politik der Bundesregierung ist es, gleichwertige Lebensbedingungen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland anzustreben. Das tun wir nicht nur, weil es eine Verpflichtung nach Artikel 72 des Grundgesetzes dazu gibt und auch in Paragraphen 2 des Raumordnungsgesetzes eine entsprechende Passage zu finden ist, sondern weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir alle Regionen in Deutschland lebenswert gestalten müssen. Ich will allerdings etwas differenzierter argumentieren und diskutieren, als das der Redner der AfD-Fraktion hier getan hat. Denn es gibt den Ballungsraum und es gibt den ländlichen Raum in Deutschland nicht. Wir haben Gott sei Dank starke ländliche Räume. Wenn Sie beispielsweise in den Landkreis Potsdam-Mittelmark gehen, wenn Sie in den Kreis Coesfeld gehen, wenn Sie in andere Kreise sehen, werden Sie das sehen. Und wir haben schwache Ballungsgebiete, Ballungsräume. Ich komme selbst aus dem Ruhrgebiet, aus einer Stadt mit einer Arbeitslosenquote immer noch mit 13%, mit einer SGB-II-Quote von 24,8%. Wenn Sie nach Saarlouis, wenn Sie nach Frankfurt an der Oder gehen, dann sehen Sie, dass es auch Städte gibt, um die wir uns kümmern müssen, wo wir gleichwertige Lebensverhältnisse anstreben müssen. Aber das Muster, das die AfD hier an den Tag legt, ist ein bekanntes. Sie versucht, unterschiedliche Räume gegeneinander auszuspielen. Sie versucht, am Ende zu spalten und nicht zu vereinen, was eigentlich das Gebot der Stunde wäre. Und darum ist es Politik der Bundesregierung, passgenaue Hilfen anzubieten. Da muss man vielleicht dem Ruhrgebiet bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit helfen und da muss man vielleicht dem Schwarzwald bei dem Ausbau der digitalen Infrastruktur unter die Arme greifen. Die digitale Infrastruktur ist im Ruhrgebiet, ist im Ballungsraum kein Problem. Aber im starken, wirtschaftlich starken Schwarzwald ist die digitale Infrastruktur ein Problem. Und darum muss man differenziert argumentieren, man muss fein unterscheiden und genau hinschauen, wo die Probleme in Deutschland liegen. Das tun wir mit einem neuen gesamtdeutschen Fördermodell, in dem wir 22 Förderprogramme aus 6 unterschiedlichen Ministerien zusammenfassen. Und ich finde, das ist eine großartige Leistung, denn wer ein ganz klein wenig die Eitelkeit von Bundesministerien kennt, der weiß ein ganz klein wenig einzuschätzen, was wir da hinbekommen haben. Wir werden zum ersten Mal aufeinander abgestimmt die Hilfen aus den unterschiedlichsten Häusern, gleich welcher Couleur sie geführt sind, zusammenführen, um passgenau Hilfen geben zu können. Und das ist, finde ich, ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Und darum bedarf es auch keiner Bund-Länder-Arbeitsgruppe, denn die hat es längst gegeben. Die hat ihre Arbeit abgeschlossen, denn bei der Erarbeitung dieses gesamtdeutschen Fördermodells waren alle 16 Bundesländer dabei und 14 von denen haben am Ende zugestimmt. Auch das ist eine großartige Leistung, dass sich nicht nur 6 Bundesministerien zusammengefunden haben, sondern auch ländlich geprägte Bundesländer, großstädtisch geprägte Bundesländer, Stadtstaaten wie Bremen und Berlin mitgemacht haben bei dem großartigen Ziel, ein neues Fördermodell auf den Weg zu bringen. Und dass die 3 kommunalen Spitzenverbände, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städtetag darunter, ebenfalls zugestimmt haben, habe ich ursprünglich für unmöglich gehalten. Wer ein ganz klein wenig die kommunale Familie kennt, der kennt da die Eitelkeiten. Das haben wir hinbekommen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir differenziert vorgehen müssen und dass wir hier nicht in Panikmache verfallen dürfen, sondern dass wir Stück für Stück die Lebensverhältnisse in Deutschland besser machen müssen. Dass das eine große Gemeinschaftsleistung sein muss, will ich daran festmachen, dass auch die Bundesländer selbstverständlich ihren Beitrag leisten müssen.
Strukturpolitik ist zuvörderst einmal Aufgabe der Bundesländer in Deutschland, in unserem föderalen System. Wir können helfen und wir tun das beispielsweise mit den Gemeinschaftsaufgaben. Der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz und der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur. Aber auch da gibt es große Unterschiede. Und auch ich komme nicht aus Thüringen, aber ich will Ihnen ein Thüringer Beispiel nennen. Die Gemeinschaftsaufgabe zur regionalen Wirtschaftsstruktur ist bis 2014, 2015 gut angenommen worden von Thüringen. Fast zu 100%, in einigen Jahren sogar über 100% ist diese Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur abgerufen worden. 2009 115%, 2010 104%, 2011 105%. Und dann kam ein Regierungswechsel. Und seitdem Rot-Rot-Grün in Thüringen regiert, werden die Mittel nicht abgerufen, sie bleiben hier in Berlin liegen, oder nein, sie bleiben nicht in Berlin liegen, sie gehen in andere Bundesländer, beispielsweise nach Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, die beide eine exzellente Strukturpolitik machen und die Mittel über 100% abrufen. Ich will Ihnen die Zahlen nennen. 2016 sind gerade mal noch 78% nach Thüringen abgeflossen, 2017 und 2018 waren es nur 81%. Da muss sich niemand aus Thüringen hier hinstellen und sagen, wir brauchen mehr Hilfe, wenn schon die Hilfen, die angeboten werden, nicht abgerufen werden. Das muss anders werden. Und dann fordert die AfD, dass die Finanzkraft der Länder gestärkt werden muss, um auch den Kommunen zu helfen. Ich will nur darauf hinweisen, dass der Deutsche Bundestag einen neuen Bund-Länder-Finanzausgleich auf den Weg gebracht hat, der 2020 10 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundesländer bringen wird. Wie man vor dem Hintergrund sich hinstellen kann und sagen kann, nach den 10 Milliarden zusätzlich in die Länder gehen, da muss jetzt noch mehr kommen, das hat mit seriöser Politik nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, das ist Populismus pur. Und dann will ich noch eine letzte Bemerkung zum Thema Renationalisierung machen. Was für ein schlimmes Wort, Renationalisierung. Was wir brauchen in der Strukturpolitik, ist eine Europäisierung, weil Strukturwandel eben nicht an den Grenzen Halt macht und weil es viele Projekte zwischen Brandenburg und Polen, zwischen dem Bayerischen Wald und Tschechien, zwischen dem Niederrhein und den Niederlanden gibt, wo man grenzüberschreitend Strukturwandel betreibt und Strukturprobleme bekämpft. So geht erfolgreiche Strukturpolitik. Und dass wir in Deutschland davon profitieren, sieht man an den Zahlen. Für den ländlichen Raum haben wir in der Förderperiode 2014-2020 9,5 Milliarden Euro bekommen. Im Bereich EFRE für die strukturschwachen Regionen nochmal 10,7 Milliarden. Im Bereich des Europäischen Sozialfonds waren es 7,5 Milliarden und bei ETZ nochmal 1 Milliarde. Das heißt, allein in der letzten Förderperiode hat Europa den Wandel in den schwachen Regionen Deutschlands mit 28,7 Milliarden unterstützt. Ich finde, das ist eine großartige Leistung und zeigt, dass die Solidarität innerhalb Europas den Schwachen gilt, den schwachen Regionen in Deutschland, in Tschechien, in den Niederlanden, in Italien, überall. So muss Strukturpolitik aussehen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir werden uns nicht beirren lassen, weiterhin am Verfassungsziel festzuhalten, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland anzustreben. Die ganze Wahrheit ist aber auch, wir werden gleichwertige Lebensverhältnisse nie erreichen. Denn dafür ist Deutschland viel zu vielfältig, dafür ist Deutschland in seinen Regionen viel zu bunt, viel zu unterschiedlich. Wir können versuchen, Defizite auszugleichen. Aber Gott sei Dank lebt es sich in Gelsenkirchen anders als in Berlin und im Salzlandkreis anders als in St. Wendel oder anderswo in der Republik. Diese Vielfalt ist es, die Deutschland ausmacht, oder im Rheingau. Und der Weinanbau funktioniert im Rheingau besser als in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür ist der Fischfang in Mecklenburg-Vorpommern besser als bei uns im Ruhrgebiet. Und darum lassen Sie uns diese Vielfalt leben, die wir in Deutschland haben. Lassen Sie uns genießen. Wir werden weiter daran arbeiten, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland anzustreben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsminister Oliver Wittke. Der nächste Redner kommt wieder von der AfD und ist Vorsitzender des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz, Stefan Brandner. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich muss, glaube ich, erst mal Stellung nehmen zu so ein paar
Dinge, die hier gesagt wurden. Herr Wittke, zunächst mal haben Sie natürlich recht. Wenn Sie der SED-Regierung in Thüringen unterstellen, dass sie es nicht kann, dann haben Sie recht. Nichts anderes werde ich von hier vorne auch sagen. Und insofern war es ja sehr aufschlussreich, die Redeschlacht zwischen Herrn Hauptmann aus Thüringen und Herrn Lenkert aus Thüringen zu verfolgen. Die einen haben 25 Jahre versucht, gut zu regieren. Die anderen haben 5 Jahre versucht, gut zu regieren. Beide haben klassisch versagt und stellen sich dann in den Deutschen Bundestag und schieben sich selber die Schuld für die teilweise desaströsen Zustände in Thüringen zu. Das ist schön, dabei zuzuschauen, muss ich Ihnen sagen, wie sich die Altparteien hier politisch gegenseitig an die Gurgel gehen. Meine Damen und Herren, es redet ein Migrant zu Ihnen. Thüringen, mein Heimatland, seit knapp 25 Jahren. Ich bin da relativ gut integriert. Mit der Sprache hapert es noch so ein bisschen. Aber Thüringen ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Abhängen großer Gebiete sich auf die ganze Region auswirkt. Warum Thüringen? Einige Vorredner sind schon darauf eingegangen, deshalb mache ich das auch. Rund 90% der Fläche in Thüringen sind ländlicher Raum, ist liebenswerte Heimat, Arbeits- und Lebensraum vieler fleißiger Thüringer. Leider gibt es nur ein paar Leuchttürme, Erfurt, Weimar und Jena entlang der A4. Die Ausstrahlung auf die Region ist gering. Die Regierenden in Thüringen, und das waren mittlerweile alle Parteien, die es gibt, ich hatte gerade darauf hingewiesen, haben für den ländlichen Raum überwiegend warme Worte übrig, aber keine Taten und kein Geld. Die AfD wird das anders machen. Das kann ich Ihnen sagen. Herr Brandner, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, gleich. Ich höre nur kurz mit der Einleitung auf. Im Übrigen, die urbanen Gebiete, die angesprochen würden, die problematischen, gibt es in Thüringen auch. Denn für die Thüringer Landesregierungen hörte immer östlich der A9 eigentlich Thüringen auf. Deshalb ist auch Gera eine problematische Stadt. Herr Kollege, von Angesicht. Marc Hauptmann jetzt für die CDU-CSU. Vielen Dank, dass Sie die Frage drannehmen. Sie haben angesprochen, dass es starke Städte und schwache ländliche Räume gibt im Freistaat Thüringen. Ich möchte Ihnen explizit erwidern, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir auch einen starken ländlichen Raum haben. Ich habe nicht nur die höchste Beschäftigungsquote in ganz Deutschland, mittlerweile mehr Einpendler aus Bayern als Thüringer nach Bayern. Und mit 3% Arbeitslosigkeit mehr offene Stellen als Arbeitslose. Und das im ländlichen Raum südlich des Rennsteigs. Das zeigt, dass Sie wahrscheinlich noch nicht so gut integriert sind, wie Sie selber glauben, denn Sie kennen den Freistaat Thüringen offenbar nicht so genau. Wieso verkennen Sie die Erfolge, die wir auch im ländlichen Raum hier in der Fläche haben? Ich habe doch gerade, hätten Sie mir zugehört und sich nicht auf Ihre Zwischenfrage vorbereitet, hätten Sie mitbekommen, dass ich gesagt habe, es gibt schon einige Leuchttürme und die strahlen natürlich in den ländlichen Raum aus. Aber fahren Sie durch Thüringen, ist doch kein Grund, dass Sie die zweite Staatspartei, der in Thüringen die CDU, so abgestraft wird inzwischen. Die Leute haben einfach die Schnauze voll von ihrer Altparteienpolitik in Thüringen. Die wollen einen neuen Anfang haben. Und warum wollen sie es haben? Weil sie genau sehen, dass ihre 25 Jahre Regierung und die Kommunisten 5 Jahre lang gar nichts gebracht haben. Da wurde allenfalls verwaltet. Da wurde nicht gestaltet, da wurde Thüringen keinen Millimeter vorangebracht. Das ist die Wahrheit. Und das werden Sie am Sonntag dann auch auf den Wahlzetteln so sehen. Schön, dass die Zeit schon weiterläuft, obwohl ich die Frage noch beantworte. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, geplagt von der demografischen Entwicklung ist der ländliche Raum in Vergessenheit geraten. Er wird an den Rand gedrängt. Der Bus fährt meistens gar nicht, wenn überhaupt, dann zweimal am Tag. Bahnstrecken sind abgewickelt. Hören Sie zu, Herr Hauptmann. Der Bus fährt nicht, Bahnstrecken sind abgewickelt. Gasthäuser mussten schließen, Sparkassenfilialen stehen leer. Hausärzte auf dem Land gibt es nicht mehr, können nicht gefunden werden. Junge Familien entscheiden sich aus der Not heraus, in die Städte zu ziehen und da teure Mietwohnungen zu nehmen. Und weil sie ihren Kindern auch Busfahrten über Land, die gefährlich und lang sind, nicht zumuten wollen. Die Dorfbilder sind verschandelt, das Landschaftsbild aus, auch Häuser stehen leer. Es ist eine Katastrophe, wenn Sie in manche Gebiete in Thüringen fahren. Aber auch die Landwirte, die Bauern, die vorhin angesprochen wurden und die unsere Lebensmittelversorgung sicherstellen, wichtige Arbeitsplätze im ländlichen Raum schaffen, haben unter der Politik der Altparteien zu leiden. Die Bauern, die wertvolle Kulturlandschaften vor allem in Thüringen hegen und pflegen, sie entdecken die Bauern immer nur in Wahlkampfzeiten. Zu Recht beklagen die Bauern Drangsalierungen aus Brüssel, aus dem Land und aus Berlin. Sie beklagen Verordnungen, Einschränkungen, Auflagen, die sie von ihrer eigentlichen Arbeit abhalten. Sie müssen bürokratische Monster bewältigen. Ich hätte jetzt gern auf die engagierte Fragestellerin der FDP geantwortet, aber die ist nicht mehr da. Typisch FDP, heiße Luft rausblasen und dann abhauen. Tolle Sache,
wie Ihre Truppe arbeitet. Ich war in Erfurt und bin eine halbe Stunde mitgefahren über die Bauerndemo. Und ich habe erlebt, wie uns am Straßenrand, wie uns als AfD zugejubelt wurde, vom Straßenrand aus. Und das werden Sie am Sonntag auf den Wahlzetteln auch sehen. Meine Damen und Herren, wir sind für Subsidiarität, für Eigenverantwortung im ländlichen Raum. Wir wollen keinen obrigkeitshörigen Zentralstaat à la DDR. Wir wollen nicht nur mehr Demokratie wagen, wir wollen mehr Demokratie leben. Und das unterscheidet uns ganz gewaltig von Ihnen. Wir stehen für Eigenverantwortung des ländlichen Raums und gegen Altparteienzentralismus, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht, dass im ländlichen Raum der Letzte das Licht ausknippt. Wir wollen wirklich blühende Landschaften im ländlichen Raum, die junge Menschen anziehen, die unserer Heimat neuen Schwung verleihen. Vielen Dank für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den Wahlsonntag am übermorgigen Tage. Ja, und da hat es Herr Brandner geschafft, sowohl Willy Brandt wie auch Helmut Kohl in seine Schlussbemerkungen reinzubringen. Und die Wahlen, hat er angesprochen, am Sonntag dürften für die AfD in der Tat ja positiv ausgehen. Jetzt Johann Saathoff von der SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, für die sozialdemokratische Fraktion sowieso, aber auch für viele andere Parteien hier im Parlament kann ich sagen, wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der die Starken für die Schwachen auch eintreten. Und ich habe gedacht, bei der ersten Lektüre des Antrages, das will jetzt plötzlich auch die AfD mit ihrem Länderfinanzausgleich erreichen. Da heißt es nämlich, die Strukturstarken sollen für die schwächeren Regionen bezahlen. Also eigentlich wäre Solidarität das Stichwort der Stunde gewesen. Zugegeben ungewöhnliche Töne aus der ganz rechten Ecke. Aber die Debatte heute hat sie ja auch wieder demaskiert in dieser Frage. Das ist das Wenigste, was Sie wollen. Solidarität streben Sie mit Sicherheit nicht an. Vorgeschlagen wird in dem Antrag eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Zwar keine Arbeitsgruppe, sondern eine Kommission. Wie sie jetzt gefordert wird, hat es aber schon gegeben. Nämlich die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Diese Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse hat im Juli 2019, also vor 3 Monaten, ihren Abschlussbericht vorgelegt. Den haben Sie mit keinem Wort erwähnt. Dieser ganze Bericht ist an Ihnen vorbeigegangen und Sie tun so, als kümmern Sie sich um die ländlichen Räume. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis dieses Berichtes war, dass die Bundesregierung die Fördermaßnahmen in einem einheitlichen Fördersystem bündeln wird. Mein Kollege Frank Junge hat ausführlich darauf hingewiesen. Die bislang regional beschränkten Förderprogramme werden auf alle Regionen ausgeweitet und die Bedarfe werden verteilt auf Ost und West, auf Nord und Süd und zwar auf Stadt und Land. Und das stellt eine gute Grundlage dar, eine gute Grundlage, um die zusätzlichen Mittel aus dem Bundesprogramm ländliche Räume dann für ländliche Räume auch wirklich sinnvoll zu verausgaben. Und natürlich kann und muss man über die Fördermittelinfrastruktur in den ländlichen Räumen auch schaffen. Man muss dafür sorgen, dass die Infrastruktur geschafft wird. Bestes Beispiel dafür ist das Strukturstärkungsgesetz, auch das heute mit keinem Wort erwähnt. 40 Milliarden Euro werden zur Verfügung gestellt, um Regionen, die durch den Strukturwandel im Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel betroffen sind, zu helfen. Ziel ist, dass diese Regionen eben nicht abgehängt werden, sondern entwickelt werden. Und Herr Brandner, ich bin mal gespannt, wie Sie sich dazu in Ihrem Abstimmungsverhalten verhalten. Und aus Friesland, das will ich an dieser Stelle sagen, hatte vor einigen Jahren noch eine starke Schiffbauindustrie. Die ist jetzt fast vollständig verschwunden, und zwar ohne Milliardenhilfen aus Berlin. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir anderen Regionen nicht zumuten. Das war ein stur Tiden, so haben die Ostfriesen das in ihrer Sprache damals beschrieben. Schwere Zeiten, die damals auf uns zukamen. Und die Ostfriesen haben früh erkannt, dass ein relativ junger Wirtschaftsfaktor für sie eigentlich eine Perspektive ist. Eigentlich eine Perspektive überall im ländlichen Raum sein könnte. Welcher Wirtschaftsfaktor ist das? Das sind die erneuerbaren Energien. Und das hat für Wertschöpfung gesorgt und für viele, viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Für uns war das Teil einer adäquaten Lösung für strukturschwache Regionen, wie Sie es in Ihrem Antrag schreiben. Und im weiteren Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und für eine Energiewende finden wir viele Chancen und Potenziale für Menschen in ländlichen Räumen, denen Sie sich mal, wenn Sie sich wirklich darum kümmern wollten, zuwenden sollten. Mit Blick auf die Europäische Union, auf die EU, schlägt die AfD eine Renationalisierung vor. Wir haben das heute schon gehört.
Da ist es dann vorbei. Spätestens da ist es dann vorbei mit der eingangs erwähnten und zur Schau gestellten Solidarität der äußerst Rechten im Parlament. Sie wollen die Vorteile der EU mitnehmen. Aber sie wollen nichts zur Gemeinschaft beitragen. Als Starker wollen sie nicht den Schwachen helfen. Und das, meine Damen und Herren, hat mit Solidarität nichts zu tun. Das ist nichts anderes als Schmarotzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Johann Saathoff. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Oliver Luxit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem ist nicht die Unterscheidung Ost-West oder Stadt-Land. Wir haben ja eine Reihe ländlicher Räume. Denken wir an Baden-Württemberg, das Sauerland, wo wir besonders viele Hidden Champions haben, gerade Wachstumsregionen. Das Problem ist, dass wir einzelne abgehängte Gebiete haben wegen wirtschaftlichen Transformationsprozessen. Das ist in der Tat zum Beispiel die Westpfalz, wie der Kollege Ulrich angesprochen hat. Es ist auch der Ruhrpott, Teile Ostdeutschlands oder das Saarland. Und deswegen müssen wir auf diese Transformationsprozesse schauen, beispielsweise auf das Saarland, was ein Stück Frühindikator für Deutschland ist, weil wir da einen hohen Industrieanteil haben, eine hohe Exportorientierung. Und dort haben wir schon Rezession. Das droht jetzt in ganz Deutschland. Das ist auch ein Stück das Erbe von Annegret Kramp-Karrenbauer im Saarland. Und das eine Problem, was wir haben, ist, und da müssen wir drüber reden, nicht über Subventionen, sondern über beispielsweise die Lage unserer Industrie. Und da wird nicht mehr investiert. In der Chemieindustrie wird nicht mehr investiert. In der Stahlindustrie wird nicht mehr investiert. Aber das Problem ist, in Sonntagsreden bekennen sich ja alle zur starken industriellen Basis, die uns ja durch die Krise gebracht hat. Aber montags bis samstags wird das Gegenteil gemacht in Brüssel, aber auch hier im Hohen Haus mit Klimapaket, mit EEG. Und das führt eben dazu, dass zum Beispiel die Stahlindustrie im Saarland, die hochinnovativ ist, deren Stahl in den Brücken ist, in Automobilen ist, im Hochbau ist, übrigens auch in Windrädern für die Energiewende, dass die in ihrer Existenz bedroht ist. Und bald kommt der Stahl nur noch aus China. Dann ist für das Klima nichts gewonnen, aber die Arbeitsplätze und die Wertschöpfung sind verloren. Und dann haben wir abgehängte Regionen in Deutschland. Und der zweite Bereich, wo abgehängte Regionen drohen, ist der Bereich Automobil. Da stehen wir vor einer riesigen Krise. Nicht nur das Volumensegment Ford, auch die Zulieferer fangen ja an, zu entlassen, weil die Elektrifizierung, auch unterstützt von der Bundesregierung, minus 37,5 beim Pkw, minus 30% beim Lkw, was überhaupt gar keinen Sinn macht, den zu elektrifizieren, das ist jetzt beschlossen worden. Und das führt dazu, dass die Wertschöpfungskette immer kürzer wird. Der Bereich Batterie importiert werden wird aus Asien, das fängt jetzt schon an, es wird nicht mehr investiert, die Fahrzeuge werden teurer, gleichzeitig verdient die Industrie aber daran nicht mehr. Und das hat eine doppelt negative Auswirkung. Zum einen verlieren wir hochbezahlte Facharbeiter, zum anderen wird gerade der ländliche Raum abgehängt, weil Mobilität mittelfristig bald nicht mehr erschwinglich ist. Und wenn wir nicht endlich aufhören mit diesem ideologisch motivierten Kulturkampf gegen den Verbrenner, gegen das Automobil, werden ganze Regionen in Deutschland massiv abgehängt werden. Und deswegen ist neben einer vernünftigen Energie- und Klimapolitik, die notwendig ist, dass verschiedene Regionen nicht abgehängt werden, ist notwendig, die Infrastruktur in der Fläche zu stärken. BMVI ist gerade nicht da, kommt wieder. Bereich 5G sind wir ganz schwach, Mobilfunk auch. Wir müssen im Bereich der Forschung nicht nur die vorhandenen Leuchttürme stärken, sondern hier stärker in die Fläche gehen. Wir müssen die besonders überschuldeten Kommunen denen helfen, weil die in einer Spirale drin sind. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass die Wirtschaftsstruktur nicht einseitig, wie beispielsweise im Saarland, gefährdet wird. Dann haben wir keine abgehängten Regionen und wieder gleichwertige Lebensverhältnisse. Das ist unser Ziel der Freien Demokraten. Vielen Dank, Oliver. Oliver Luxik war das für die FDP-Fraktion und er kommt aus dem Saarland. Auch das Saarland ja in Teilen strukturschwaches Gebiet, auch die Kommunen teilweise mit großen Altschulden. Aber da hat ja auch die Regierungskommission gleichwertige Lebensverhältnisse auch schon ihre Stellung zu abgegeben. Im Sommer war das ja und hat sich ja genau damit auch schon befasst. Stefan Schmidt jetzt von den Grünen. Wie man es besser machen kann, wissen Sie aber offensichtlich nicht. Dazu steht in diesem Antrag nichts. Nein, Sie müssen jetzt mal aufpassen. Sie müssen jetzt mal aufpassen. Sie können bei mir noch was lernen. Und Sie haben es auch bitter nötig, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das, was in Ihrem Antrag drin steht, ist niveaulos.
Sie möchten einen Arbeitskreis, streng nach dem Prinzip, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis mit ein paar schwammigen Prüfaufträgen. Wir haben doch gerade erst die Kommission gleichwertiger Lebensverhältnisse gehabt. Mit den Beratungen über ein Jahr lang, mit einer zugegebenermaßen rein beschreibenden Bestandsaufnahme seitens der Bundesregierung, aber doch mit dem Verständnis dafür, dass es sehr unterschiedliche Lebensbedingungen gibt, gravierende regionale Unterschiede im Hinblick auf Nahverkehr, auf Breitband, auf Mobilfunkanbindung, auf die Verteilung kommunaler Schulden, auf Investitionen, auf Jobchancen und so weiter und so fort. Umso mehr müssen wir als Parlament gerade jetzt den Augenmerk darauf richten, diese Unterschiede zu beseitigen und gleiche Chancen zu ermöglichen, unabhängig von Wohnort. Wir brauchen nicht eine Kommission, wir brauchen konkrete Vorschläge, wie man es umsetzt. Wir Grüne haben konkrete Vorschläge vorgelegt. Drei Maßnahmen will ich kurz skizzieren. Erstens, die drückende Last kommunaler Altschulden abbauen. Ich denke, hier muss der Bund eine Führungsrolle einnehmen, alle Beteiligten an den Tisch holen und eine solidarische Altschuldenhilfe auf die Beine stellen. Zweitens, eine höhere Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, um gerade die Kommunen, die es nicht so leicht haben, zu helfen, wieder investieren zu können. Und drittens fordern wir eine weitere Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern, die der regionalen Daseinsvorsorge, um gezielt strukturschwache Regionen zu fördern. Wir Grüne haben dazu im Bundestag hier zwei umfangreiche Anträge dazu eingebracht. Die hätten Sie lesen sollen, da hätten Sie sich konkret daran orientieren können. Der AfD-Antrag ist viel zu einseitig und geht an der Realität völlig vorbei. Sie tun so, als ob Strukturschwäche allein ein Problem ländlicher Regionen wäre. Es geht doch nicht um Stadt oder Land, um Ost oder West. Wir müssen alle strukturschwachen Regionen fördern, egal wo sie liegen, anstatt einen Keil zwischen Stadt und Land zu treiben, anstatt die Gesellschaft zu spalten, was Sie hier tun. Bitte, meine Damen und Herren der AfD, verschonen Sie in Zukunft uns mit solchen Anträgen. Den parlamentarischen Niveau-Limbo, den gewinnen Sie auch ohne Ihre Initiativen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Stefan Schmidt. Nächster Redner, Jan Metzler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Ende einer solchen Debatte reden zu dürfen, hat ja den Vorteil, dass man all das, was hier platziert wurde, vom Rednerpult aus einmal ein Stück weit zusammenfassen kann. Und da möchte ich auf drei Punkte zunächst eingehen. Punkt 1. Die Qualität dieses Antrags wird auch zum Schluss dieser Debatte nicht besser. Feststellung Nummer 1. Feststellung Nummer 2. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, ich mache Politik wie viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus aus der grundsätzlichen optimistischen Haltung heraus und das nicht durch das anders Horizontzeichnen der apokalyptischen Reiter 2.0. Feststellung Nummer 2. Feststellung Nummer 3. Wer ländliche Räume letztlich im Zusammenhang und im Kontext fördern möchte, der wird feststellen, das hat der parlamentarische Staatssekretär Olli Wittke treffend gesagt, es gibt nicht den ländlichen Raum, es gibt nicht den urbanen Raum. Man muss all das im gesamten Kontext sehen. Und wer das außer Acht lässt, der wird sich dann an der falschen Stelle dann auch entsprechend auf den Weg machen. Und das stelle ich ebenfalls fest. Und ganz im Ernst noch eins. Wer angesichts von Digitalisierung und all diesen Herausforderungen letztlich so kurz springt wie Sie in Ihrem Antrag, der wird letztlich auch keine Zukunft im Gesamtkontext bringen können, der jenseits dessen ist, was Sie tun. Sie beschreiben den ländlichen Raum als das gewissermaßen in Ihrem Kontext jenseits von München, von Berlin, von Dresden gewissermaßen alles Ödland wäre. Und ganz im Ernst eins, ich bin selbst ein leidenschaftliches Kind des ländlichen Raums. Und ich bin wirklich mit Leidenschaft für den ländlichen Raum aktiv. Von diesem Haus aus, aber eben auch von meiner kommunalpolitischen Tätigkeit, die mich letztlich in diesem Zusammenhang auch leitet. Und da möchte ich auch mal eins sagen, so einfach ist es dann auch nicht. Und wer den rhetorischen Keil letztlich an der Stelle ansetzt, wo man angesichts einer immer fragileren Situation in der gesamten Gesellschaft dann dazu übergeht, einzelne Teile dieser Gesellschaft geografisch oder innerhalb der Gesamtgesellschaft auseinanderzutreiben, der wird im Endeffekt die Axt an die Grundlage auch dieses demokratischen Gemeinwesens legen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen möchte ich mal eines festhalten.
Wir fühlen uns verpflichtet gegenüber dem, was im Grundgesetz verankert ist, der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in diesem Land. Und in dem Zusammenhang möchte ich überhaupt nicht außer Acht lassen, dass es gewaltige Herausforderungen in den ländlichen Räumen gibt. Aber ich male auch nicht, und das möchte ich auch sagen, alles so schlecht, dass ich das, was funktioniert und was hervorragend funktioniert, in diesem Zusammenhang außer Acht lasse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich auf die 1200 Hidden Champions blicke, die es in diesem Land gibt, die vor allem klein und mittelständisch geprägt sind, dann sind die vor allem auch im ländlichen Raum zu finden. Und diese Potenziale gibt es zu bewahren, das gilt es zu bewahren, aber eben auch im Gesamtkontext den ländlichen Raum fit zu machen für die Zukunft. Zwei Feststellungen in diesem Zusammenhang. Seit 1969 gibt es die Gemeinschaftsaufgabe für regionale Wirtschaft. In diesem Zusammenhang kann man von einem Erfolgsmodell sprechen. Und seit 1969 ist ein exemplarisches Beispiel auch Bayern. Und der Kollege Karl Hohlmeier ist in dem Zusammenhang jetzt ja auch Teilnehmer dieser Debatte. Da kann man sich bei dem mal im Kreis anschauen, was die Region KAM an Strukturwandel durchgemacht hat, wo insbesondere die GRW ein markanter und Motor, ein Treiber war, der letztlich in die Zukunft geblickt hat. Und lieber Kollege Frank Junge, wir haben uns im Jahr 2016 im Unterausschuss Regionale Wirtschaftspolitik auf den Weg gemacht, gemeinsam letztlich einen Antrag auf den Weg zu bringen, der diesem Kontext, einem gesamtdeutschen Fördersystem, unabhängig letztlich, ob Stand, ob Land, ob Stadt, Nord, Süd, Ost, West, gemeinschaftlichen gesamtdeutsches Fördersystem im Blick hat. Das ist jetzt Teil des Koalitionsvertrags geworden, das ist jetzt Teil unserer Politik. Und die Kommission, die eingerichtet worden ist, ist im Grunde genommen für die gleichwertigen Lebensverhältnisse in dem Zusammenhang auch bereits angesprochen worden. Und sie hat ihre Empfehlungen abgegeben. Und ich möchte in diesem Zusammenhang jetzt auch einmal auf drei Beispiele eingehen. Erstens, der Bund wird neue Ansiedlungen und Ausgründungen von Behörden und Forschungseinrichtungen bevorzugt in strukturschwachen und vom Strukturwandel betroffenen Regionen vornehmen. Zweitens, Ehrenamt. Wie oft wird das Ehrenamt gelobt? Das tun wir alle. Wir fühlen uns zu Recht dem Ehrenamt verpflichtet und die Bundesregierung wird jetzt eine Stiftung für Engagement und Ehrenamt gründen und wir werden diese auch entsprechend voranbringen. Punkt 3. Der Bund wird künftig bei allen Gesetzesvorhaben prüfen, welche Wirkungen sie auf die Wahrung und Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland haben. Und das ist wirklich ein Novum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen fühlen wir uns dem verpflichtet. Und ich sage es zum Abschluss noch einmal. Ich bin ein leidenschaftliches Kind und ein leidenschaftlicher Verkämpfer für den ländlichen Raum. Und ich betreibe Politik aus dem Grundsatz des Optimismus heraus und nicht aus dem Grundsatz der Spaltung. Das eint mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Das macht mich stolz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jan Metzler war das für die CDU-CSU-Fraktion. Jetzt hören wir noch einen Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Das wird der Abgeordnete Falko Moors sein und er spricht für die Sozialdemokraten. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir debattieren jetzt hier über zwei dünne Seiten Antrag der AfD. Die erste Seite beschreibt einmal so lapidar die Probleme, die Herausforderungen strukturschwacher Regionen. Und ich sage Ihnen das, der ja auch aus einer Region mit einer strukturschwachen Region im Landkreis Helmstedt kommt. Das, was Sie hier an Banalität auf dieser ersten Seite Ihres Antrags zusammengetragen haben, ist sowas von überflüssig. Und ich sage Ihnen noch was. Was man macht, wenn man Verantwortung für eine Region hat, dann stellt man sich nicht hin und schreibt da auf einer Seite irgendwelche oberflächlichen Dinge auf, sondern dann kämpft man dafür. Und ich sage Ihnen noch was. Am Beispiel des Landkreises Helmstedt haben wir es mit dem Strukturstärkungsgesetz genau aus dieser Motivation geschafft, 90 Millionen Euro in den Landkreis zu bringen. Und ich sage Ihnen, das am Ende bringt einer Region, die mit dem Strukturwandel beschäftigt ist, mehr als zwei dünne Seiten Antrag. Und ich komme auf das Beispiel der AfD aus Kaiserslautern zurück, das Beispiel von Herrn Ulrich, die ja dort nichts sagt. Vielleicht sollten Sie sich das einfach mal zum Vorbild nehmen. Und Sie wissen, wie der Satz endet. Wenn man keine Ahnung hat, dann, meine Damen und Herren der AfD, nehmen Sie sich das als Beispiel. Auf der zweiten Seite haben Sie dann noch ein paar Phrasen. Das ist so ein bisschen AfD-Bullshit-Bingo. Ich habe Ihre Textbausteine zu Flüchtlingen, Gleichstellung und
Klima gesucht. Habe ich nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist eine konkrete Forderung zur Renationalisierung des Landwirtschaftsfonds der EU. Und das, muss ich sagen, ist schon der absolute Hammer. Wir haben das ja eben schon gehört. Wir reden über fast 30 Milliarden Euro, die wir als Deutschland, die unsere Region in Deutschland in der letzten Förderperiode davon profitiert haben. Und wenn Sie in dieser Woche von Anfang an so tun, als ob Sie die Verfechter der Landwirtschaft in unserem Land sind, und wenn Sie gestern Abend die Frechheit haben, mit Ihrem Abgeordneten Herr Protschka, der sich ja vielleicht als Schwergewicht gerne sehen möchte, hier so zu tun, als ob Sie für die Zukunft der jungen Landwirte in diesem Land stehen, und dann völlig vergessen, dass 38.000 Junglandwirte genau von der Förderung der Europäischen Union profitiert haben im letzten Jahr, die Sie abschaffen wollen, dann ist das verlogen, dann ist das genau die Art und Weise, wie Sie als AfD Politik machen. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie wir strukturschwachen Regionen in unserem Land helfen, meine Damen und Herren. Herr Moors, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Brandner? Also noch mehr Bullshit-Bingo ertrage ich heute nicht, nein. So, jetzt Herr Moors hat jetzt das Wort. Was wir als Parlament in den letzten Monaten auf den Weg gebracht haben, ist doch genau, dass wir sagen, wir wollen ein gesamtdeutsches Fördersystem, was eben nicht nach Regionen oder nach Himmelsrichtung fördert, sondern was sich daran orientiert, was vor Ort gebraucht wird. Das Strukturstärkungsgesetz wird deswegen 40 Milliarden Euro dafür in die Hand nehmen, dass wir eben Regionen, die im Strukturwandel sind, helfen, diesen Strukturwandel auch zu gestalten. Wir haben den Sonderrahmen zur Förderung der ländlichen Räume gestaltet, um dort allein in einer Säule mit über 30 Millionen Euro den Regionen zu helfen, die es notwendig haben. Und das ist nur eine der Säulen, die ich hier aufzählen möchte. Und meine Damen und Herren, wenn man auf zwei Seiten mit Phrasen die Probleme ganzer Regionen lösen möchte, dann, meine Damen und Herren, ist das schäbig, dann ist das populistisch, dann, meine Damen und Herren, ist das AfD. Dankeschön. Falko Moors für die SPD, der sich hier noch mal an dem AfD-Antrag abgearbeitet hat, der hier dieser Debatte zugrunde lag. Und jetzt hören wir mal die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. 43/45 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist strittig, da müssen wir jetzt drüber abstimmen. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Finanzausschuss. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Jetzt lasse ich zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Wer stimmt dagegen? Keine Enthaltungen. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Zugestimmt hat die AfD. Abgelehnt haben alle anderen Fraktionen.